Willkommen, meine Lieben, zu A Bavarian Tale Totgeschwiegen. So, wir machen weiter. Märchen beim Lager für die Pasqualini-Burschen. Die sind überfällig. Sonst guckt der Borkenkäfer und dann sind sie hier. Eisen. Oh, weia, wir müssen zum Schaumeierhof. Um die zu belauschen. Muss dann hier ein Versteck sein. Wenn ich dir das sag, die sind doch nicht ganz blöd, die merken doch, dass da was nicht stimmt. Ach, Vater, jetzt hört zum Spinner auf. Wie soll denn das rauskommen, bitteschön? Der Lenz ist tot. Ja, mit dem anderen da, dem Gescheithaferl aus der Stadt, der da ständig Frank steuert, der hat es in der Scheine gesehen, die blöde Puppen und alles. Der wird doch keine Ruhe mehr geben jetzt. Der weiß gar nichts und der kann uns auch gar nichts. Wir kümmern uns selber um unsere Angelegenheiten, wie wir das schon alle gemacht haben. Und was ist mit der Resi? Mit der Resi? Was soll mit der sein? Die hockt in ihrer Hütten und streichelt Blärme oder was die da immer macht. Nein, meinst du, die sagt was? Was soll ich denn sagen? Die hat doch erstens keine Ahnung nicht und zweitens redet die eh mit niemand. Die geht auch nicht einmal in Ort. Und wer hört derer schon zu? Die nimmt doch keiner für voll. Ursel, ich sag dir, bei sowas hören die Leute ganz genau hin. Egal wer redet. Mei, Vater, wenn's dann besser schlafst, red ich halt mit der Resi. Ja, und wann? Was willst du dann zu ihrer sagen? Das lasst einmal schön meine Sorge sein. Wenn ich sag, ich kümmere mich drum, dann mach ich das auch. Ich geh gleich auf dem Weg heim bei ihrer vorbei. Ich weiß nicht. Der ganze Ort benimmt sie eigenartig. Ich sag's der Ursel, die wissen was. Gar nix wissen's. Du musst jetzt wirklich einmal beruhigen, Vater. Nachher in der Kirche wirst du das schon sehen. Die sind nur mit sich selber beschäftigt. Ja, spinnst du jetzt? Wir sollen in die Kirche gehen. Ja, und dann? Freilich gehen wir in die Kirche. Die Leute werden viel mehr reden, wenn wir nicht hingehen daraten. Das wirst du schon merken, dass niemand etwas weiß, glaub's mir, Vater. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht sollte man... Sollte man was, Vater? Du hältst jetzt besser geschlossen. Und mir reicht's jetzt auch mit deinem Selbstmitleid. Wir sehen uns in der Kirche. Das ist ja sehr interessant. Die liebe Verwandtschaft. So, so. Ich muss den Schaumeier zum Reden bringen. Naja, versuchen wir mal. Konfrontation. Was willst du denn schon wieder da? Man glaubt's ja kaum, für was die Regierung auf einmal ja Geld hat. Dir erkläre ich schon gleich gar nichts, du Hanswurst. Na nicht. Ja, wenigstens scheinst du den Tod von meinem Sohn aufklären zu wollen. Aber wenn ich die Nummer beim Rumschleichen erwisch, na gnade dir Gott. Schwer, sehr, sehr schwer. Was meint ihr denn? Reagiert unbekannt auf harte Linie. Neutral. Gerecht? Ja, was soll denn gerecht sein? Gerecht? Hm. Ob ich das überhaupt glaub, dass es Gerechtigkeit gibt? Mach dich nicht unglücklich, Bur. Geh einfach zurück in den Staat und lass die Vergangenheit ruhen. Oi, 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 oi. Komm. Ai, 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 ai. Nein, die Zinzi.
Wäre das bloß nie passiert. Ja, red doch mal. Jetzt verdreht sie selbst dem Tod noch die Männer am Kopf. Wie meinst du das? Du verstehst das alles nicht. Du kennst uns doch gar nicht. Misch dich nicht ein. Ich misch mich auch nicht in deine Angelegenheiten ein. Das ist schon wieder so schwer, das hinzukriegen, ja? Jetzt erst einmal einen Schnaps. Och nee. Komm. Über 12 Pedale. Ja, der nächste. Das ist doch nicht wahr. Ja, es sind immer die Weiber, die mir die Schere reinbringen. Braucht man sich eigentlich gar nicht wundern. Wenn ich da noch einen Rat mit auf den Weg geben darf, na halt dich vor die Weiber fern. Na geht's da vielleicht besser, wie mein Mama Bur. Oh, das ist doch. Oh, das ist schwer. Nein. Was? Wie meinst du das? Glaubst du, dass der in der Pfützen versoffen ist? Das macht aber auch keinen Unterschied mehr. Da bleibt er so oder so. Gefallen nutzen. Ich muss Sie daran erinnern, dass ich noch einen Gefallen bei Ihnen gut habe. Ich habe mich Zentes und Bettung eingesetzt. Ja. Ja, da hast du schon recht. Das will ich dir nicht vergessen. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich kann doch nichts gegen meine eigene Familie sagen. Das bisschen, was mir davon noch bleibt. Der Bur, der arme Bur, der soll's einmal besser haben. Mit all dem werde ich wohl leben müssen. Manchmal muss man gar nicht sterben, um in der Hölle zu landen. Der Herrgott richtet schon auch unter die Lebenden. Ob ich will oder nicht, ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich muss retten, was noch zum Retten ist. Aber such den Bur vom Hof meiner Tochter. Und pass auf ihn auf. Such den Bur und lass mich im Frieden. Und schick die besser. Du hast immer viel Zeit. Auf dem Pfistenhof darf die keiner sehen. Den Jungen zu suchen, aber ich soll mich nicht erwischen lassen. Das klingt geheimnisvoll. Okay. Da schauen wir mal. Aber ich soll mich nie erwischen lassen. Okay. Soll ich denn das machen? Wieso ist die so grün? Sollen der Junge sein? Der ist doch gar nicht da. Ach so.
Da steht's ja. Ich muss mich ja verstecken. Hm, toll. Ja, so nicht. Was war denn das Hinhocken nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Warte mal. Ich mach das so selten. Kegeln. Okay. Steht auch nicht wirklich drin jetzt, ne? Welches Gebüsch soll ich mich dann verstecken? Haha, nun geht doch mal weg. Da muss ich mich verstecken. Ach so, okay. Wow. Ein schönes Gebüsch. Hier verstecken und abwarten. Ich bin so aufgeregt, wenn das klappt, habe ich den größten Entdecker. Ich bin so aufgeregt. Wenn das hier hat, dann bin ich der größte Entdecker, den Wolpertshofen je gesehen hat. Aber gut, nicht lang warten, sonst schnappt sie nur etwa alles weg. Oder der Hobby, der Arsch, kriegt mir in die Finger. Na, die Gedanken lassen wir mal lieber. Also ab. Oh, wo ist er hin? Ich hab ihn verloren. Ist er da hoch? Ich habe keine Ahnung, der war zu schnell. Nee. Wie ist der nicht lang?
Ach ja, das haben wir doch schon wieder versammelt. Der ist hier lang. Wie lang ist er denn? Das ist er unten? Ach nee, komm, echt jetzt? Hä, da geht's doch gar nicht für mich weiter. Da muss er hier rüber sein. Okay. Ach, der war doch viel zu schnell. Was hat denn jetzt hin? Hä? Zur Kirche. Hey, ich hab's gar nicht mitgekriegt. Na toll. Völlig versemmelt hier. Nee, egal. Geht zur Kirche, ne? Dann machen wir das. Was hat denn der Kleine da? Nehmen wir mal den Fluchtweg hier. Kirche. Oh, Video. Haben wir das Rätsel gelöst? Ich glaube nicht. Ist das das Ende? Ich habe keine Ahnung. Die laufen. Der Meinte hat sich in der Kirche versammelt. Verfolgt gespannt das Geschehen. Auf dem Kanzel steht der Pfarrer. Und so nahm der Herr seinen Sohn und unseren Bruder Harald Schweighöfer zu sich in das Paradies auf. Ja, unbedingt. Meine Brüder und Schwestern, dies ist eine schwierige Zeit für uns alle. Der Tod zieht durch diesen Ort. Doch mit dem Beistand des Herrn und der Kraft der Gemeinde werden wir den Schuldigen in die Finsternis treiben, wo ihm die Sünde des Todes in die Wogen des ewigen Feuers treiben wird. Lasst uns unsere Herzen in der Trauer und die Verstorbenen einen und beschützen wir einander vor dem Übel, wie der Hirte die Schafe vor dem Riss des Wolfes. In einem Knall steht die Küchentür plötzlich offen. Wer Menschenblut vergisst, dessen Blut soll ja von Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Beutel gemacht. Der Knecht? Hans Gürgel? Aber Hans Gürgel, was ist denn passiert? Warum stehst du so in der Tür? Komm doch herein. Werdet ihr euch aber damit noch nicht von mir züchtigen lassen und mir entgegenwandeln? Mech ich euch entgegenwandeln und mech euch nur siebenmal mehr schlagen um eure Sünden willen und mag ein Racheschwert über euch bringen, das mein Bund rächen soll. Oh? Hans Gürgel, was ist denn in dich gefahren? Wie wagst du es, in den Räumen des Herrn, mitten in meiner Predigt so zu sprechen und das auch noch während einer Trauerfeier?
Und wenn sie euch in eure Städte versammelt, dann mag ich die Pestilenz unter euch senden und mag euch in eurer Feindhand geben. Ja, ich glaube, der hat jetzt auch nur das letzte bisschen seines Verstands verloren. Jetzt holt endlich eure Verlungenmeiler! Seid einfach mal Start! Ihr sucht die Schuld! Schaut euch doch mal um! Ist überall in eure eigenen Reihen sitzt! Mitten unter euch! In euch! Lügner, Verräter und Mörder! Schormeier, du Drecksau! Umbracht habt ihr's! Und dann habt ihr's vertuscht! Weil euch euer Hab und Gut und euer lächerlicher Ruf wichtiger ist als das Leben selbst! Das reicht jetzt! Dieser dreckige Mörder! Was glaubt ihr, mit wem er da spricht? Alois, stopf dem Knecht das Maul! Stemme ihm doch mal ein Bein. Komm schon. Komm schon. Alois, pass auf! Spinnst du, Valentin? Was passiert hier? Wie ein dummer Straßenköter rennst du sofort, wenn deine Frau schreit. Ich hätte gemeint, du kennst den Schmerz des Verlustes. Und jetzt stehst du da und hast alles verloren wie ich und hilfst der verlogenen Mörderin? Du willst wissen, was hier los ist? Ja. Dann erzähl dir eben, was hier los ist. Euch alle erzähl jetzt mal ganz genau, was hier los ist. Jetzt wird's doch nicht alle so scheinheilig. Als ob hier irgendwer wirklich glaubt hätte, dass sie Zenzi als Lebendnummer hat. Warum hätten sie das da sollen? Die elendigen Schormeiers waren das. Und ihr habt's alle weggeschaut. Jeder hier hat Augen und Herz verschlossen und alles geschehen lassen. Als ob ihr nicht mitgekriegt hättet, dass der alte Schormeier ein Verhältnis mit der Zenzi gehabt hat. Mit seiner Magd. Aber da schauen wir schon mal weg, wenn's der Großbauer ist. Und dann war's schwanger. Und die Schormeier-Kinder haben's mit der Angst zu tun gekriegt. Haben um ihr Erbe gefürchtet. Das haben sie nämlich nicht teilen wollen. Mit dem Balg von der einen Magd. Zum Schluss hätten die beiden den ganzen Hof übernommen. Und Lenz und Ursel wären leer ausgegangen. Habgier ist es. Neid, Maßlosigkeit, Todsünden. Ich weiß gar nicht, wer von euch am längsten im Fegefeuer schmoren wird. Der Lenz, der sie hinterrücks erschlagen hat, die Ursula, das hinterhältige Miststück, die den Lenz dazu angestachelt hat, oder der alte Schormeier. Und ihr alle, die Mietkäufer, haben das Äußere zu vertuschen und seither schweigen. Schau dich nur um, Valentin. Schaust da ganz genau an. Schau in ihre schuldigen, verlungenen Gesichter. Du bist mein Zeuge. Alle wussten, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Keiner hat das Mai aufgerückt. Also das ist ja unfassbar. Das glaube ich nicht. Was redet ihr für einen ausgemachten Schwachsinn? Alois, knall den Lügner ab! Nee. Komm, das schaffen wir auch. Nochmal. Komm schon. Na, dann ist so. Wenn sie jetzt schießen. Das ist nicht dein Ernst. Was soll denn du, deiner Meinung nach? Alois, du Hirsch, sei einmal ein richtiger Mann und drück ab! Ich konnte es nicht! Ich konnte doch nicht erschießen! Das darf mich nicht wundern. Nix kannst du! Sei ruhig, du damische Mistbritschen!
Aber Hans Kirge, warum hast denn du einen Schweighöfer der Schlange? Der Rupp und der Schweighöfer, die haben auch alle Blut an die Hände. Die waren doch da in der Scheune. Die haben gesehen, wie stümperhaft die Schormeiers die Zänze an den Balken gehängt haben. Die haben doch die Wunde an ihrem Kopf gesehen und das Blut überall. Und dann haben sie weggeschaut. Suizid haben sie das genannt. So einfach war das. Und der verdammte Pfaff, der hat ja ein anständiges Begräbnis verweigert. Selbstmord ist eine Sünde, hat er noch gesagt. Hier und jetzt ist doch ein guter Ort und eine gute Zeit, um über Sünden zu sprechen. Der Schweighöfer? Schmidt, bringen Sie Klarheit! Was redet Ihr Freund hier? Ach Schmidt, was soll ich dir noch Schmarrn erzählen? Ich hab's bei unserem letzten Gespräch schon kapiert. Es ist Zeit, mit dem Lügen aufzuhören und um Vergebung zu bitten. Was er sagt, ist richtig. Mit dem Tod meiner Frau ist das Unheil über unseren Hof gekommen. Ich hätte mich besser verhalten können. Na, besser verhalten müssen. Aber mir war das alles zu viel und ich hab mich nicht mehr auskennt. Und der Schnaps hat auch seinen Beitrag geleistet. Die Zänze hat mir schöne Augen gemacht und irgendwann habe ich nicht mehr nachsehen können. Hätte ich gewusst, wie das alles ausgeht, hätte ich das doch nie nicht gemacht. Nix davon. Aber bis ich verstanden habe, was da vor sich geht, war das schon längst spät. Die haben wohl gedacht, ich übergebe der Zänze und dem Kleiner den ganzen Hof. Das habe ich doch nie vorgehabt. Ich weiß schon, wie meine Tochter sein kann. Das glaubst. Ich hab schon öfter mitgekriegt, wie die Ursel die Leute aufgestachelt hat. Gerade an Lenz. Aber ich hätte nie gedacht, dass die beiden... Dass der Lenz die Zänze da schlagt. Und dann ist da gelegen. Ich hab gleich gesehen, dass sie nicht mehr atmet. Aber ich hab doch den Bub braucht. Für den war doch der ganze Hof. Wer hätte den übernehmen sollen? Man kann doch nicht einfach die ganze Familie, die ganze Tradition, die ganze Geschichte, alles einfach aufgeben. Wegen einem Fehler. Da haben wir was tun müssen. Ja, mit dem Rupp und dem Schweighöfer, da bin ich mir dann schon einig geworden. Ich wollte es doch alles nicht. Und jetzt stehen wir da und alles geht am Bach runter. Alles. Wie in diesem elendigen Kaff doch alle unter einer Decke stecken. Hauptsache der Dorffrieden wird nicht gestört. Aber hinter geschlossenen Türen, da herrscht die Tyrannei. Beweise! Dieser Kriminelle soll erst einmal Beweise bringen für seine wilden Anschuldigungen. Schwanger, ja, Herrschaftszeiten, ich hab mir gleich gedacht, dass da irgendwas gar nicht stimmt. Schnappen wir uns den Hans-Kirgel und knüpfen den am nächsten Baum auf, das feige Drecksschwein. Alles spricht gegen ihn. Jawohl, die Sau knüpfen wir auf. Alle Schuldigen werden hier und heute eine gerechte Strafe kriegen. Satz unbesorgt. Oh. Du gottlose Schlange hast das Unheil in Gang gebracht. Jeden manipulierst du mit deiner ekelhaften Art. Aber dem wird jetzt ein Ende gesetzt. Warum soll er die nicht? Ihr habt sie geliebt. Aber diese Schlange und ihr Bruder haben alles genommen. Als Mörder werden sie mir doch eh aufknöpfen. Ich hab nichts zum Verlieren. Gleich wird's eine gerechte Strafe kriegen. Okay, scheiße, das war falsch. Hans Kirgel, er hat recht. Gott steht auch zu den Sündigern. Du wirst durch das Fegefeuer gehen, doch es wird dich läutern. Natürlich. Hans Kirgel, ich werde mich für dich einsetzen. Mit der vollen Macht meines Amtes werde ich mich für dich einsetzen. Meinst du, sollte das alles vor dem Gericht beweisen? Die Wahrheit ans Licht bringen?
Hans Giergel, wenn du das tust, ist dein Schicksal besiegelt. Gott und diese Gemeinde werden dich verdammen und in die niedersten Höllen verstoßen. Anfänger werden wir die. Am nächsten Baum werden wir die auf. Geht ein durch die enge Pforte. Oje, oje. Oje, oje, oje. Komm, ey, ich will nicht so viel würfeln hier jetzt. Das hast du geschafft. Ja, so nicht. Auf Hans Giergel schießen. Ist mein! Ich will's vergelten! Wenn's da Vergeltung aus bist, dann richte dich doch selbst! Du bist der Teufel, der unser Dorf hier heimsucht! Denn die Zeit deines Unglücks ist nahe! Autsch. Ich hab ihn kalt gemacht. Ich glaube, das war's, meine Lieben. Yep, wir haben es geschafft. Was ist denn nun mit mir? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt umgebracht und nun? Zwei Tage später zurück in München. Okay. Nach deiner Rückkehr in die Stadt bittet der Herr Haller zum Gespräch. Schmidt, ihr berichtet etwas, wie soll ich sagen, unerwartet umfangreich. Augenscheinlich lief einiges anders, als es an Sie gefordert war. Die Aufgabe war doch klar formuliert. Aber gut, ich gehe davon aus, dass Sie selbstverständlich alle Entscheidungen und Anforderungen nach bestem Gewissen getroffen haben, wie es in Ihrem gesellschaftlichen Rang entspricht. Schauen wir mal. Zum Glück konnten sie in der Kirche Schlimmeres verhindern. Augenscheinlich war ja schon eine angespannte Stimmung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Für die Akte schreibe ich mal ergänzend: Unter positiver Einwirkung des Kollegen Schmidt konnten größere Vorkommnisse verhindert werden. Sein auszeichnungswürdiges Verhalten unterstreicht erneut die grenzenlose Leistungsbereitschaft unserer Kollegen in München. So ersparen wir uns alle unangenehme Fragen. So. Wenn wir das jetzt haben, dann schauen wir mal weiter. Hier steht was von politischen Konflikten, Schmidt. Ich hoffe, dass Sie Ihre Linientreue aufrecht hielten. Ach, was für euch überhaupt. Sie haben bisher nie enttäuscht. Das bleibt auch so. Sie haben es nicht geschafft, die Bürger auf politische Linie zu bringen? Das hätte ich nicht erwartet, Schmidt. Da müssten Sie aber nochmal beim Kollegen Kuglinger vorstellig werden, damit er Ihnen erneut erklären kann, wie wir unsere Positionen sturmfest vertreten. Aber gut. Darum kümmern wir uns später. Erstmal ändere ich einige Zeilen. So, dass selbst durch intensivste Bemühungen unserer besten Fachkräfte eine gesinnliche Übereinkunft nicht zu erzielen war. Das musste ich ergänzen. Schließlich hängt von Ihren Taten auch mein Ruf ab. So, für Ihre Bemühungen im Kampf um das Leben des ungeborenen Kindes dieser Magd Apollonia werden wir eine sehr gute Berichterstattung für unser Haus herausschlagen können. Ich lese es schon deutlich vor meinem geistigen Auge. Physikatsberichterstatter Valentin Schmidt rettet, gestützt durch seinen erfahrenen Vorgesetzten Haller, eine ganze Familie vor dem sicheren Tod. Schmidt, Sie könnten ein Held werden. Das würde unserem Haus gut zu Gemüte stehen. Sehr fein gemacht. Was jetzt noch bleibt, ist dieser Mörder. Bei Gott, in was für herzlosen Zeiten leben wir eigentlich? Dieser tote Knecht ist hoffentlich schon in irgendeiner Ecke verbuddelt. Von welchen niederen Motiven kann ein Herz befangen sein, um so ein feiges Verbrechen an den guten, ehrlichen bayerischen Landsleuten zu verüben?
Seinen Eintrag werde ich persönlich aus dem Register entfernen. Dieses Schwein. Was das auch an Verwaltungsaufwand mit sich führt, daran denkt wieder keiner. Der Bursche wird mit keinem einzigen Wort auftauchen. Ich werde ihn endgültig aus der Welt entfernen. Ich ergänze dazu, so dass die derzeitigen Erkenntnisse zu dem Ergebnis führen, dass die angedeuteten Vorkommnisse im Ort als unbedeutende Fantasie zu kategorisieren sind. Von vorsätzlichen Taten ist nicht auszugehen. Was? Also, wenn ich das hier alles korrekt sehe, Schmidt, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass alles für uns soweit gut lief. Keine weiteren Anmerkungen zum Bericht und ab in die Kartei damit. Sie machen jetzt erstmal ein paar Tage frei, Schmidt. Gönnen Sie sich eine Auszeit. Ich hörte doch erst vor kurzem, dass Ihr Onkel einen schönen Hof im bayerischen Alpenland hat. Stimmt schön dort. Feierabend. Feierabend. Das war's. Wir haben es durchgespielt. Meine Lieben, war schön, dass ihr es mitverfolgt habt. Und ich glaube, das wäre bei bestimmten Gewissen auch bei Sachen auch ein bisschen anders ausgegangen. Wunderbar, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sind wir zu Ende mit A Bavarian Tale totgeschwiegen. Macht's gut, meine Lieben, bis dann. Bye, bye.